Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4 mit mir, dem Alvaro Frank. Wir sind hier an der Tunguska neben dem Bootsteg hier, neben dem Bootshaus. 82.100, 13 Meter Clip. Ich muss bloß nochmal auf die erste Route. So, ich habe jetzt hier drauf Schlaufenmontage, Wirbelblei, 28 Gramm, 1,7er Fluorovorfach, S1, S24er Haken und Fliege. Und wir schmeißen jetzt einfach mal raus. 13 Meter Clip, wie gesagt, bei 82.100. Bremse, denkt dran, dreht die Bremse ein bisschen runter hier. Ne? Also ich habe meine Bremse jetzt hier auf 7. Ne, hier auch 13 Meter Clip, gleiche Montage. Hatte ich jetzt in der vorletzten Nacht, hatte ich hier 5 Trophy-Seeerritzen gefangen, alle auf Grund. Tugun hatte ich auch einen guten mit 52 Gramm dabei, aber Tugun ist eher selten. Tunguska-Rotauge beißt hier noch, Bachschmerle. Ja. Mal gucken, was wir jetzt die Nacht hier fangen. Gerade gegen Abend, finde ich, ist noch ein bisschen besser mit den Seeerritzen. Und meine schwerste Seeerritze war jetzt hier, mal gucken. See. Ja, 123 war meine schwerste. Mal sehen, ob wir das vielleicht noch toppen können. So, mal schauen, was jetzt geht. Also viel Silber macht man hier nicht, aber man kann halt die Seeritze ganz gut als Trophy abhaken. Hier haben wir nochmal einen kleineren Biss. Dieser tagsüber fängt man hier noch ein bisschen... Haben wir schon die erste Seeritze. Tagsüber fängt man hier noch ein bisschen, ja, ein bisschen mehrere Fische, also unterschiedliche Fische. Und nachts ist dann fast nur noch Seeritze. Oha, oha. Mal bremse einmal runter. Und da ist schon die erste Seeritze. Ich glaube, da kommt schon die erste. Na, komm. Na, erste Trophy-Seeritze. Läuft. Das läuft. Erste Trophy-Seeritze haben wir. Habe ich hier keinen Clip angestellt? Doch, ne? Sieht so ein bisschen komisch aus. Hier haben wir auch nochmal einen kleinen Biss, glaube ich. Mal gucken. Ah, das ist was Kleineres. Was haben wir hier? Ah, ein Tugun, 18 Gramm. Leider noch ein bisschen untermaßig. Ja, Tugun ist halt hier immer so ein bisschen random, also mal hat man mal einen guten, ne, aber das ist, ich glaube, die sind auch mit Stippe besser zu fangen und früher gab es ja hier oben die beiden Spots hier mit Tugun. Naja, mal gucken. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Aber Seeritze kann man auf jeden Fall abhaken hier. Steffen ist jetzt auch schon einen Tag hier. Ich glaube, auch schon 3 Trophy-Seeritzen. Deswegen, also, da kann man auf jeden Fall mal einen Trophy abhaken. Ah, das ist was Kleines. Vielleicht Bachschmerle oder Tugun. Ne, eine kleine Seeritze. Hier auch noch mal einen kleinen Biss. Ja, das ist aber keine Seeritze, oder? Ne, das wäre ein Tugun. Aber Tugun hört halt so gegen 23 Uhr hören die, glaube ich, auf. Und dann beißen die, ja, also nachts halt deutlich geringer oder fast gar nicht. Oh, oh, was ist das denn hier? Rotauge, oder was? Ja, Tunguska-Rotauge beißt ja auch ab und zu. Der zuppelt aber echt stark. Gucken, was das jetzt hier ist. Hauptsache, der hakt. Der andere ist schon gehakt, aber der hier... Oh, schade. Haben wir hier? Ah, Seeritze. Schade, der andere hat leider... Wahrscheinlich nicht gebissen, wie es aussieht. Der scheint nicht gebissen zu haben. Schade. Hätte mich mal interessiert, was das gewesen wäre.
Ja, die Tunguska-Rotaugen, die werden halt relativ groß. Guck gerade mal, Tunguska-Rotauge hier. Wöchentliche. Mal 655. Aber halt auch eigentlich mit köcherfertigen Larve, ne? Großen. Haben wir jetzt da ein bisschen, ne? Nein. Ah, hier haben wir nochmal. Ist das ein Biss? Ja, ne? Auch kein schlechter hier. Ah, ist auch eine Seeritze, kleinere. So, mal schauen, was jetzt noch geht. Was haben wir jetzt hier? Alles nur Seeritzen, ne? Oh, hier nochmal ein Biss. Oh, Tunguska-Rotauge. Alter, das Auge feuerrot hier. Ja, eigentlich ziemlich easy. Na, mal gucken, ob wir jetzt die Nacht nochmal einen Trophy ziehen. Hier ist auch nochmal ein kleinerer Biss. Okay, gucken. Das ist was ganz Kleines. Was ist das? Ein kleinerer Togun. Also mit Glück könnt ihr hier natürlich auch den Togun fangen, aber das ist dann schon wirklich. Ja. Aber hier kommt, glaube ich, nochmal. Ne, was ist das denn? Oh, ist das eine Seeritze? Doch, Seeritze, 106. Zweiter Trophy. Wie gesagt, ab 100 Gramm werden die Trophy. Ich weiß gar nicht, ob wann die Super Trophy sind. Bestimmt 150 oder so. Hier könnte auch wieder ein Biss sein. Ne, ist kein Biss. Das ist kein Biss hier. Schade. Weil jetzt gerade in der Nacht hatte ich immer noch ganz gute Bisse gehabt mit Seeritze, aber wie gesagt, die anderen, die hören jetzt eigentlich gleich auf. Dann hat man in der Nacht eigentlich fast nur noch Seeritze. Jetzt kommt so langsam die Nacht. Aber ihr seht auf jeden Fall, es funktioniert. Also falls euch die Seeritze fehlt, könnt ihr euch sie hier nochmal abhaken.
Tugun wird da, glaube ich, schon schwieriger. Auch selbst, wo ich oben am See Tugun stippen war, ich glaube, der schwerste war irgendwas im 40-Gramm-Bereich. Da hatte ich zwar auch drei Stück, drei mit 40 Gramm, aber war halt schon deutlich schwerer hier als die Seeritze, finde ich. Ah, der ist zu klein. Der ist zu klein, was ist das? Eine kleine Seeritze, ne? Ein Groppe finde ich auch schwerer. Also eigentlich generell die anderen Trophys finde ich alle hier ein bisschen schwerer. Oh, mal gucken. Geht noch nicht so wirklich runter hier. Schon Biss. Ah, der ist auch klein. Ja, 31. Wir haben an der dritten Route noch ein Biss. Haben wir hier auch nochmal eine Seeritze. Bachschmäler hat man hier halt am Tag noch ziemlich viel. Ja, Sonnespots kann man immer mal ganz gut mitnehmen. Ne? Gibt es ja immer mal wieder so, dass ein spezieller Fisch halt häufiger als Trophy gefangen wird. Ne, sowas ist dann halt immer ganz gut, um den Fisch abzuhaken. Oh, da haben wir nochmal ein Biss. Aber was Kleines, ne? Mal gucken, ich würde sagen, eine Trophy-Seeritze nehmen wir noch mit. Wenn noch eine beißen sollte. Wie gesagt, bei dem Vorfach, da merkt man auf jeden Fall, dass sie auch ein bisschen in der Bremse ist. Ah, hier, Bachschmerle. Oh, schön. 35 Gramm. Das ist schön. Die sind, glaube ich, auch irgendwie, ne? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auch irgendwie 50 oder so. Oder 55. Jetzt gerade nicht im Kopf, ab wann die Bachschmähne-Trophy ist. Die fehlt mir auf jeden Fall auch noch. Das jetzt ein bisschen rot. Aber ein bisschen abgetrieben. Joa, jetzt ist gerade wieder ein bisschen ruhiger. So, jetzt haben wir noch mal ein paar Bisse. Nacht war relativ ruhig hier. Keine größeren Bisse mehr gehabt, nur kleinere Seeritzen. So, mal schauen, was jetzt hier noch geht. Wie gesagt, die 2 Nächte davor, da hatte ich auf jeden Fall sehr gute Bisse gehabt, auch nachts. Aber jetzt ist hier mehr oder weniger Ruhe.
Ja, wie gesagt, wir haben mal zwei Trophysee-Ritzen gefangen. Würde jetzt eventuell vielleicht nochmal ein, zwei kommen. Also muss man halt mal schauen. Aber wie gesagt, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr heute auch noch eure oder jetzt in, ja, wenn ihr es ausprobiert, auch noch eure Trophysee-Ritze fangt. Ja, wie gesagt, eine Bachschmerle hatte ich noch. Ja, ein paar kleine Seeritzen. Also es ist jetzt keine Mega-Frequenz. Tugun halt kleine ohne Haken, deswegen habe ich die jetzt auch nicht mitgenommen. Ja, probiert es auf jeden Fall aus. Viel Silber bringen die nicht, kann ich euch hier mal zeigen. Die sind bei 9 Silber, ja, so knapp 9 bis 10 Silber hier, die Trophysee-Ritzen. Also viel ist es nicht. Aber es ist halt einfach nur, um die mal abzuhaken. Alles klar, dann viel Glück euch beim selber ausprobieren. Und ja, dann bis zum nächsten Mal im Stream auf Twitch, wie Anrotter verhängt. Tschüss.